Hallo und herzlich willkommen. Folge 7 Hotline Miami. Diesmal hoffentlich ein bisschen besser mit dem Mikro. Ich habe gehört, es hat ein bisschen übersteuert teilweise. Ja, wo waren wir? Wir waren bei einem ziemlich kranken Ausgang eigentlich. Was ich damit meine, ist, was hier alles so rumsteht. Hier der dicke Kerl. Oh, der redet sogar mit mir. Ich will dich nicht mehr sehen, Arschloch. Ja, den habe ich, glaube ich, umgebracht. Hustet. Schön. Können wir nichts machen mit dem leider. Ist nichts möglich. Da ist eine Zeitung. Da kann ich aber auch nichts machen anscheinend. Okay. So, hier war noch ein Kind. Oder eine Frau. Oh, das war die Frau, oder? Aber der kann ja auch nicht reden. Ah, jetzt. Mit dem Telefon, ja, okay. Hier spricht Jim aus dem Büro. Ich wollte Sie daran erinnern, dass Ihr Bericht morgen früh fertig ist. Er muss Punkt 8 Uhr auf meinem Tisch liegen. 312 Southeast Street oder so, ich bin mir nicht sicher, wie das mit den Straßen ist, ist die Adresse, falls Sie es vergessen haben. Jawohl. Klick, 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 verklick. Ja, gut, noch mehr. Klick, 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 klick. Schön, schön, schön. Mit der kann man immer nicht reden, anscheinend. So, kann man aber mit dem reden? Nee, ne? Mit der Wäsche können wir da irgendwas machen? Nee. Baden? Nee. Duschen vielleicht? Hm? Bisschen. Nee, auch nicht. Das sticken wir eben. Na gut. Ist, glaube ich, eh egal. Es wird eh keiner mehr riechen dann. So, wieder in DeLorean rein und. 11th Chapter. Deadline. Und das ist einer der schönsten Soundtracks von allen, meiner Meinung nach. Also den finde ich richtig toll. Ich nehme wieder die tödlichen Türen. Tür sei mit mir. Also wirklich, also ich finde wirklich, der Soundtrack ist echt nicht schlecht. Da muss man mal ein bisschen. Vielleicht genießt man mal und ich halte mir die Klappe kurz und spiele einfach. Oh, der hat einen Schalldämpfer. Also mit nichts sprechen, das wird glaube ich eh nichts. Ich kann die Klappe eh nicht halten. Na gut. Okay. Drei Leute hier. Fenster, Fenster, das heißt, sie kommen sofort. Der hier kommt auch sofort. Der hier hat eine Waffe, der sieht mich aber nicht. Das bedeutet, wir schlagen den zusammen und. Nein, machen wir doch nicht. Okay, wir machen das. Wir. Hat fast funktioniert. Oh, ich muss auch schlagen. Und die Waffe fliegt natürlich durchs Fenster, ist klar. Okay, der eine ist noch da. Oh, fuck, fuck. Wieso? Wieso lebt der noch? Okay. Ah, oh, scheiße. Na, da! Ich glaube, es war mir ein bisschen zu laut mit meinem Mikro. Ich muss mal ein bisschen weg vom Mikro, glaube ich. Oder ich muss das Mikro ein bisschen wegstellen. So, ich glaube, das wäre besser. Ich nehme mich. Verdammt! Das kann doch nicht sein hier. Ah, jetzt habe ich nicht geschlagen. Okay, so. Kommt noch einer? So, der da. Jetzt hat er aber da. Nein? Okay, jetzt hat. Okay. Wie machen wir den Scheiß denn? Kann man durchs Fenster gehen oder nicht? Nee, ne? Gibt's da noch was? Okay, da ist einer. Puh, noch ein Schuss. Der hinten hat eine Schrotflinte dabei, das. Okay. Okay, hab's geschafft. Schön. Schön, schön, schön. Wir nehmen wieder die Shotgun. Oh, ist da eine Tür? Nein, da ist keine Tür. Da sind zwei im Fenster in irgendeinem Büroraum oder sowas. Hier ist der Beamer-Raum, da sind auch zwei, aber die stören mich erstmal nicht. Dann haben wir da oben bewaffnet, bewaffnet, Fenster, Fenster. Okay, das wird interessant. So, den einen Hammer. Vielleicht kommt ja gleich einer noch raus. Ah, die trauen sich nicht so. Doch, da sind sie raus. Okay. Ah, ich hab's geschafft, aber er hat mich auch umgebracht. Okay. Die Tür hilft uns wieder wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal behaupten. Komm, geh zu. So, kommt jetzt noch einer? Wenn die so ein bisschen anlocken kann, ist nicht schlecht. Okay, der zielt jetzt wahrscheinlich daher.
Oh. Wieso trifft man nicht? Machen das mal leise. Oh, wie geht das so? Okay. Der ist tot. Bam. Bam. Die Tür ist mit uns. Wundervoll. Ich glaube, ich töte erstmal den nach hinten. Kriege ihn nicht hin, natürlich nicht. Okay, er ist tot. Der hat nichts gemerkt. Die Tür, die Tür. Okay, hat auch so funktioniert. Waffenwechsel, wieder eine holen. So. Okay, auch tot. Da kommt noch einer. Die Tür, die Tür. Nein, doch nicht die Tür. Die Tür, Charlie. Die Tür. Okay, auch tot. Da oben ist noch einer. Scheiße. Aber wir haben ja die Tür. So, der hat sich wieder hochgestellt, okay. Tot. Zwei Schuss. Da ist noch einer drin. Da ist auch noch einer. Der wird uns nicht angreifen, aber der oben. Okay. Ist noch jemand hier? Nein. Oh, fuck, fuck. Dass er mich schon gesehen hat, das war jetzt ein bisschen blöd. Okay, nochmal. Also den leise. Den auch leise. Das hat er nicht gemerkt. Okay, gut, hier. Komm her, komm her. Hier, komm mal. Hallo. Okay, der will mich irgendwie nicht. Okay, das hat funktioniert. Oh, natürlich geht er an der Tür vorbei. Der hat meinen Plan durchschaut, ich merke schon. Okay, den einen kriege ich wieder. Tür. Ah, oh, Da. Okay, das wird interessant. Ich hatte es ja vor allem fast. So, geh zu. Tür. Da ist einer mit der Doppelläufigen. Tot. Scheiße. Knappes Ding. Ich muss nur die Tür anschießen, schon sterben die alle. Das ist wundervoll. Okay, ist hier noch eine Pump? Dann schießen wir mal damit. Müssen wir genau schießen, das ist das Problem. Gefällt mir ja gar nicht, genau schießen. Den Schuss müssen wir noch haben für den. Okay. Nehmen wir die. So. Soundtrack immer noch geil, finde ich. Also ich finde das echt nicht schlecht. So. Na. Da. Deswegen nehme ich Shotguns. Wenn mir keiner gibt, dann funktioniert es auch nicht. Ich spiele zu oft mit der Tür, glaube ich. Oh, scheiße, da bin ich aufgepasst. Oh, nein. Knappes Ding. Knappe Ding. So. Man merkt es einfach nicht, wenn da so eine. Jemand mit einer Schrotflinte auf einen schießt, das merkt man nicht. Das ist. Ich glaub, er schlägt ihn wundervoll. Habe ich mir gerade gefragt, ob das funktioniert? Funktioniert. Oh, habe ich den. Ganz ruhig, ganz ruhig. Die fallen hier immer in dieselben Muster. Okay. Jetzt habe ich natürlich meine Schrotflinte da drin. Die kann ich nicht mehr haben. Das heißt. Dann muss ich wohl anders alles regeln. Die sind vor allem beide noch da drin. Oh je. Yeah. Das ist wirklich tückisch. Also, ich brauche vor allem meine Schrotflinte. Die darf ich nicht wegwerfen. Sollte man sich mal merken. Hä? Nämlich geschlagen oder was? Ich meine, muss auch geil sein, wenn die ganze Zeit vom Fahrstuhl stehst, ne? Und dann kommt jemand hoch und wirft dir einfach mal eine Schrotflinte ins Gesicht. Das muss geil sein. Also, es wäre bestimmt mal richtig nett, sowas zu erleben. Tod. Tür. Wie so ein Schlagding. So bum, 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 bum. Okay. Wie mache ich den Tod so am besten, ne? Ja. Oh, das war knapp. Waffe? Waffe? Alles gut.
Nehmen wir die Waffe von dem am besten. Hallo. Ja, sehr gut. Okay, wen haben wir jetzt noch? Wir haben die da, ne? Und der unten ist weg. Das heißt, der da und der da. Erstmal den da unten. Oh fuck, ist der da oben anscheinend. Okay, der ist tot. Kommt jemand? Die bewegen sich kein Stück, ne, die faulen Säcke. Unglaublich. Ich glaube, Johnny ist tot. Ach, lass ihn liegen. Na gut. Wunderschön. So, hier noch 8 Schuss. Für den da. Wundervoll. Hier ist eine Schrotflinte. Ist hier noch irgendwas, was ich machen kann? Oder. Wahrscheinlich gehe ich wieder in den Fahrstuhl und einen Stockwerk höher oder so. Ich frage mich eh, wenn ich die ganze Zeit töte. Das ist doch eigentlich mal eine gute Frage hier. So, der kommt an der Tür vorbei. Er ist tot. Im Prinzip ist der schon tot, wenn da eine Tür ist. Hier eine Tür. So, wunderschön. Da ist einer durchs Fenster. Da oben. Den sollte ich eigentlich so erledigen können. Durch die Tür am besten hier. Also, nicht mit der Tür, aber... Oh Gott, ich hab's mit Türen, ey. Wundervoll. So, da oben sind nochmal 8 Türen. Die sind immer an Türen. Ist das nicht wundervoll? So, dann haben wir da oben in dem Raum einen. Da müssen wir aufpassen, wenn wir da durchgehen. Auf jeden Fall, oder hier vorbei. Ja, können wir ja hier schießen, oder? Wundervoll. So, hat keiner gemerkt. Die sind wieder an Türen. Der hier guckt die ganze Zeit dahin, aber der könnte mich hier erschießen wahrscheinlich. Aber nur ein ganz kleiner Winkel ist das. Gucken wir mal, ob wir vielleicht einfach durchlaufen können. Ja, genau, können wir. Wunderschön. Ist alles wunderschön heute. Ihr merkt schon, ne? So. Nein! Ah! Das lief alles so gut. So, der war ja im Prinzip schon tot. Da warten wir mal lieber, bis wir da oben jemanden machen. Ja, hat er vorhin funktioniert normalerweise. Dann nehme ich den letzten oder den ersten. Wir nehmen den ersten, komm. Ich meine. Oh Gott. Okay, gut, der ist mit der Tür. Okay, dass er sich nicht selbst erschlägt, ne? Das ist schon ein Wunder. Ah, da müsste ich die Tür wieder zumachen. So. Der Soundtrack ist immer noch geil. Der ist einfach super. So, der ist tot. Den kriegt man auch noch. So, da lang. Haben wir noch? Da hinten fehlt noch. Okay. Komm mal her, komm. Und ja, keinen Schuss verschwenden hier, ne? Oh, der hat wieder 6 Munition. Ja. Dann nehmen wir aber erstmal den mit 5. Kommt jemand? Nein. Sehr gut. Dann nehmen wir jetzt die mit 6. Backmonts hier ist einer. So, beide tot. Der sieht uns nicht. Die sollte ich auch beide bekommen normalerweise. Wundervoll. Ich mag die Tür. So, den sollte ich jetzt eigentlich durch den toten Winkel hier bekommen. Wunderschön. Kapitel erledigt, ja. Sieht wie immer aufgeräumt aus. Ich verstehe gar nicht, was die hier für Böden haben. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Guck doch mal auf die Böden. Blau, rot, orange. Das müssen einfach die 70er sein, aber das kann das nicht sein. Sieht aus wie so ein Minecraft-Haus. Alles voller Wolle, zugestopft. Naja, gut. Geht zum Auto. Mache ich gerne. Ist ja alles... Ja, sieht okay aus. Und da ist ein Auto, das mich überfahren hat. Ich glaube, ich muss nochmal starten. Ja, aber... Okay. Ich hab ja die Tür... Und ein Molotow. Warum? Oh Gott. Okay. Scheiße, was ist denn das für krankes Zeug? Okay, da wird wieder Molotov wahrscheinlich, genau. Er hat den anderen verbrannt. Okay, wer wirft da nicht? Wie viele Leute kommen da raus? Ich gebe auf, du hast gewonnen. Ja, puh, ne? Das ist ja klar. Ne? Bin ja gar nicht gestorben oder so, aber ich glaube, der gibt nicht auf. Ich hätte gerne eine Waffe. Also ich habe gerade gar nichts gemacht. Das hat wirklich so geskippt. Ich habe einfach nichts gemacht. Er hat einfach... Ja,
Lass mal so stehen. Ich glaube, ich gehe mal ins Auto. Ich glaube nicht, dass wir durchgedreht sind oder so. Ist alles noch im ganz normalen Bereich. Macht man ja öfters so. Ne? Wenn jemand aufgibt, zündet man an. Aber vorher bricht man erstmal sämtliche Knochen. Empfehle ich nicht, also keine gute Idee. Aber neue Waffe freigeschaltet, wunderbar. Guck mal gleich mal an, wenn sie dann da ist. Guck mal, was wir für einen Rang vor allem haben. Oh, 10 minus, das ist schon besser als D, ne? Also, besser als letzte Mal. Es wird neue Maske. Oh, na, Peter das Einhorn. Peter das Einhorn, meine Fresse, Peter das Einhorn, das ist ja super. Das ist wie bei Dota, ist einfach Sven. Der Kerl ist einfach Sven. Das ist super. Na gut. War warmer. Was sieht denn das aus? Sieht aus wie so eine Karte, ein Ticket. Ein Ziegelstein. Ja, das ist nett. Also, ein Ziegelstein kann man Leuten schenken, oder? Na, oh Gott. Was ist das für ein Club? Ja, die haben wohl ein bisschen zu viel getrunken, würde ich sagen. Also, merkt euch, dass Kinder nicht so viel trinken und vor allem hier rauchen. Das ist gefährlich. Das sieht man. Also, ich gehe jetzt mal aufs Klo. Keine Ahnung, ob das Darmtoilette ist oder nicht. Na, das wird wahrscheinlich das. Hä? Das Herrentoilette wahrscheinlich, ja, genau. Ja, was das auch immer ist. Ich habe keine Ahnung, ich kann ja nicht interagieren mit. Sag mal, hier haben wir. Oh, die haben einen Chilling Lounge. Eine Jukebox. Kann ich auch nichts machen, leider. Schade, dann gehen wir mal zum Kerl hier und. Hey, du da. Heute Abend nur VIPs. Du solltest eine Fliege machen. Ich merk's. Ich gehe mal durch die Tür raus. Oh, das geht leider nicht. Nur VIPs also. Ha. Oh, guck mal, der redet mit uns noch. Was zum Teufel schaust du so an? Ja. Ja. Ne? Das weiß ich auch nicht. Sahst so schick aus. Ja gut, ich denke, dann haben wir wieder ein Kapitel geschafft und oh, Part 4. Jetzt lassen wir nochmal ein bisschen Connections. Ja, meine Connections, die sind natürlich riesig. Gehen wir dann gleich erstmal hoch, oder? Oder? Ich weiß nicht, wann das neue Kapitel startet. Das ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wann das neue startet. Und normalerweise mache ich immer nach einem Ding Pause. Ich gehe jetzt erstmal nach oben, einfach vorsichtshalber. Aber ich denke eigentlich, dass ich das noch wiederholen kann, weil in der Wohnung wird wahrscheinlich irgendwas sein. Ja, da ist. Oh, die Maske. Und die Frau ist tot. Die Frau war die, die wir gerettet haben, ne? Ich erinnere mich. Ja, das Nasenbluten halt, ne? Das ist ganz normal. Ich habe auch zwei Betten, merke ich gerade. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir fällt aber auch nichts auf, ja? Anscheinend ist das meine Geliebte. Hier, guck, der Kerl, der dicke Kerl hat mal wieder hier Spülwasser drin gelassen. Ist zwar nett, aber ist bestimmt schon kalt. Man kann auch nichts mehr anfangen. So. Eine Ratte. Ah, da bist du. Ja. Gott verdammt, ich kann nicht mehr lesen. Ich hatte mich schon gefragt, wann du wohl zurückkommst. Gut, dann bringen wir das jetzt hinter uns. Und er hat mich umgebracht. Und trotzdem lebe ich noch? Okay. Was hier passiert ist, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja. Tüdelü.